Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir leben in der Zeit eines großen Ideenreichtums und einer noch größeren Innovationsgeschwindigkeit. Zentrales Thema dabei ist immer wieder die Digitalisierung. Egal wohin man blickt, sie verändert unser Leben auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und auch auf politischer Ebene. Das bedeutet große Erleichterung für unseren Alltag, aber andererseits stellt uns die Digitalisierung auch immer wieder vor große Herausforderungen. Das Leben wird komplexer. Dazu sagte der amerikanische Astrophysiker Carl Sagan einmal: Wir leben in einer Gesellschaft, die hochgradig von Technologie abhängig ist, in der aber kaum jemand etwas von Technologie versteht. Das gilt natürlich zu einem gewissen Maße auch 2017 noch. Was also tun? Der Schlüssel zu fundiertem Wissen über digitale Technologien und all ihren Anwendungsformen liegt in der Informatik. Und damit befassen sich in Hamburg über 4000 Studierende in Bachelor- und Masterstudiengängen. Die Schwerpunkte der digitalen Aus- und Weiterbildung in Lehre und Forschung decken dabei eine hohe Bandbreite ab. Unsere Hochschulen können und wollen allerdings noch mehr. Der Wissenschaftsrat hatte den naturwissenschaftlichen Studiengängen im sogenannten MINT-Gutachten ein sehr positives Zeugnis ausgestellt. Empfohlen wurde dabei auch, das vorhandene Potenzial der 4 begutachteten Hochschulen umfassend zu heben. Daher hat Rot-Grün sich im vergangenen Jahr entschlossen, den Senat in einem Antrag aufzufordern, gemeinsam mit den Hochschulen weitere effektive Kooperationen zu prüfen und die Einrichtung einer Kooperationsplattform Informatik zu unterstützen. Meine Damen und Herren, die Ergebnisse können sich wahrlich sehen lassen. Zum einen wurde ein hochkarätig besetzter MINT-Forschungsrat gegründet, der sich bereits mehrfach getroffen hat. Hier wird gemeinsam und systematisch die Leistungsfähigkeit der Hamburger Forschung ausgebaut. Zum anderen gibt es das in der deutschen Forschungslandschaft einmalige Konzept für eine Informatikplattform, ganz hanseatisch getauft auf den Namen Ahoi Digital. In diesem Projekt arbeiten Schule, Wissenschaft, Unternehmen und Verwaltung ganzheitlich zusammen. Gemeinsam haben HAW, TU, Uni Hamburg, die HCU und die Wissenschaftsbehörde mit großer Sorgfalt ein seriöses und zukunftsorientiertes Konzept entwickelt. Diese harmonische Kooperation der Hochschulen ist auch Ausdruck der Integrationskraft und der Philosophie der Kooperation von Wissenschaftssenatorin Fegebank. Meine Damen und Herren, der Dreiklang aus Bildung, Forschung und Transfer bei Ahoi Digital wird unsere Stadt zum Top-Informatikstandort machen, der internationale Strahlkraft entwickelt und wissenschaftliche Talente anzieht. Das Ziel sind 35 neue Professuren und bis zu 1500 neue Studienplätze für Informatik. Ahoi Digital wird dabei auch als Kompetenzzentrum und Netzwerk fungieren und Anreize zu Gründungen und Neuentwicklungen geben. Für all das werden von der rot-grünen Koalition 23 Millionen Euro in die Hand genommen und mit weiteren Fördermitteln könnte die Gesamtfinanzierung gar auf 33 Millionen ansteigen. Meine Damen und Herren, die Hamburger Hochschulen arbeiten mehr denn je zusammen. Wenn der Wind der Innovation weht, setzen Sie die Segel. Aktuell nimmt das Schiff ordentlich Fahrt auf in Richtung der digitalen Zukunft. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass die vielköpfige Mannschaft gemeinsam an einem Strang zieht. Und ich bin mir sicher, mit dieser Besatzung und mit Kapitänin Fegebank an Deck wird das Ziel auch erreicht. Herr Göcke, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen